herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Ich muss halt unbedingt den Auftrag hier abschließen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, wo uns der die Forstwirtschaft noch hinführen soll. Es ist so viel zu tun. Und irgendwie kriege ich nicht genug Geld ran, habe ich das Gefühl. Aber schauen wir mal. Ich werde jetzt hier nochmal gleich hochfahren, die Stämme abholen, dann rüberfahren. Dann nochmal Stämme abholen und dann schauen wir mal weiter. Jetzt hoffe ich nur mal, dass ich hier noch runterkomme, heile. Hey, und die Straßen hier. Liebe Leute, es gefällt mir sehr, wie es euch gefällt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch da noch ein bisschen mehr reinhängt. Schaut gerne auch mal in der Playlist rein. Schaut die alten Folgen, wenn ihr Bock habt. Und gebt gerne ein Like oder ein Abo, wenn es euch gefällt. So. Nein. Ey, Alter, die Bäume, die schieben, hä? Ich bin die ganze Zeit auf der Bremse. Das qualmt schon und stinkt. So, jetzt. So, das Holz hier gehört, darf ich das behalten? Ich weiß gar nicht mehr. Warte mal, ich muss mal gerade den Knolli anrufen. Oder der Knoll soll mich anrufen. Ich habe mir eine WhatsApp geschickt. Ach, da stehen sie auch gerade. Aber ich fahre mal weiter, ich muss hier arbeiten. Was hatten wir eigentlich gesagt, was mit den Stämmen von oben ist? Sie haben gesagt, sie schneiden sie raus, glaube ich. Genau, aber wer kriegt das Geld? Erstmal die Stadt. Die Stadt, okay. Ja. Und wie viel kriege ich davon? Ich habe schon bezahlt, oder? Glaube ich. Ah, stimmt. Ja, haben sie recht. Habe ich ganz vergessen. Bezahlt habe ich. Ja. Okay. Gut, dann passt. Stimmt. Habe ich ganz vergessen. Aber dann ist ja gut. Kein Problem. Okay. Gut, das war schon. Passt. Danke. Viel dann. Tschüss. Stimmt, habe ich ganz vergessen, dass der schon gezahlt hat. Oh, was ist denn hier los? Herr Maruna? Hallo? Ja, es ist gesperrt wegen dem Schwertrans oder wegen dem Transport. Ja, aber zum Siegewerk geht. Ist okay, ich will sowieso hier rein. Ich muss die Ladung loswerden. Gut. Wer kommt denn hier? Der Jürgen. Okay, interessant. Dann gucke ich mal. Was macht denn der Jürgen hier? Holz abgeben. Okay. Und der zieht das irgendwie mit dem Pen drüber. Ah. Okay. Ah ja, da sehe ich ihn da hinten. Er soll ein bisschen warten beim Reinfahren, dass ich aus dem Weg bin. Ich kontaktiere ihn. Danke. Oh Gott, kommt er hier mit dem Fendt reingefahren. Okay, der fährt außen rum, dann fahre ich hier gleich wieder raus. Dann passt's ja. Was habe ich gesagt? 50, 8. Oder? Ich glaube. Muss mal gerade hier überlegen. Das war das eine. Ich glaube, das war das 50.800.
50, 8. Okay. Gut. Dann werde ich gleich mal das Geld überweisen. Oder habe ich die 44 schon überwiesen? Weiß nicht. Also es liegt jetzt noch ein paar Stämme oben, aber die werde ich behalten, weil als ich runtergefahren bin, hatte ich ja auch schon ein paar drauf. Von mir, von der anderen Seite. Deshalb, das muss ich ja wieder aufheben. Mal gucken. Alter, der hat ja alle einfach die Stämme liegen lassen. Fahre ich nämlich mal rüber, weil der Harry müsste eigentlich auch noch beschäftigt sein, um Stämme abzufahren. Mal gucken, wie viel der schon gekriegt hat. Müsste ich auch gleich mal anrufen, den Harry. Außer er ist drüben. Oh, wie der sich hier hochquält. So, jetzt läuft's wieder. Warte mal, das sind 90.000 und das sind 100.000, 190.000, kann das sein? Zieh doch an, hey. So, Drohne starten. Kann man Harry anrufen? Hallo? Nanu, ach nee, Warteschleife, ey. Achso, Telefon. Nanu, was ist da jetzt los? Hallo? Hallo? Ah, das ist eine neue Warteschleife oder was? Ja. Ah, krass. Wie viel hast denn du schon abgefahren? Einen Anhänger. Okay, wie viel hast du davon gekriegt? Weil bei mir ging nichts ein. Ja, da ist gerade, der Anhänger umgekippt. Bei der zweiten Ladung oder bei der ersten? Nee, bei der ersten. Ach so. Ja. Jetzt soll ich den Frontlader schnell um. Das heißt, abgefahren hast du noch gar nichts? Nee, aber wäre schon fast beim Sägewerk gewesen. Ah, okay. Gut. Dann überweist du mir den Betrag, dass ich weiß, wie viel da kommt, weil wir müssen später dann gesamt meins und deins mit der Stadt abrechnen. Ja, ja. Gut, also. Gut. Dann bis später. Bis später, tschüss. Ciao. Ciao. So, okay, eine Ladung. Ich dachte eigentlich. Eigentlich, der sei flotter unterwegs. Mal schnell entasten. Aber manchmal zickt das System so rum von den Chinesen. So, dann fahre ich runter, hole noch ein bisschen mehr und dann fahre ich rüber. Das Gute ist ja, ich habe ja den Traktor, den LKW hier immer noch in Miete. Also, das ist gar nicht mal so schlecht. Da muss ich nicht so viel Kohle ausgeben.
Ah, warte mal, ich muss mal den Neumann anrufen. Hallo? Hallo, Herr Neumann. Ernten Sie eigentlich schon meine Felder ab? Nee. Dürfen Sie gerne tun. Weil sonst verdorrt ja Ihr eigenes Getreide. Okay. Also wenn Sie Kapazität haben, einfach loslegen. Da kümmere ich mich drum. Und geben Sie mir dann einfach die Menge durch, wie viel das geworden ist. Ja. Okay. Gut, bis dann. Tschüss. Jo, tschüss. So, Alter, jetzt hat er hier seinen Anhänger mitten reingestellt. Wo komme ich hier jetzt rum? Nee, da nicht. Muss ja außen rum. So, dann checke ich mal gerade, wie viel hier noch liegt. Aber das sieht eigentlich schon, da ist noch ein kleines Fetzchen. Incoming message. Hallo? Volker? Jo. Ja, bist du gerade wieder am Vollmachen, dein LKW? Jo, dein Anhänger steht ziemlich bescheiden. Ja, ich komme den gerade abholen. Kannst du den dann unten bei mir gerade vollmachen mit deinem Tatra? Ich kann dir einfach meinen dann zum Abfahren geben. Nee, bei mir unten liegen noch ein paar Bäume. Ach, deine? Ja, genau. Die nur gerade aufladen, dass ich die gerade wegfahren kann, danach kann ich dir wieder helfen. Jo, kann ich machen. Ich komme dann sowieso gleich zum, muss gleich sowieso wieder zum Sägewerk. Ich bin gerade hier oben, wo die Masten hinkommen sollen. Jo, okay. Dann treffen wir uns noch einfach drüben. Ja, weil ich habe nämlich noch deine Seilwinde. Ja. Ja, mein Steier steht auch noch oben. Jetzt schleicht der Jonas vor mir. Tja, jeder tut, was er kann. Oder auch nicht. Okay, gut, dann bis später. Mhm. Ich komme dann später vorbei. Jo. Ciao. Irgendwie müsste ich hier in die zweite Reihe mal reinfahren. Ah, Herr Reinhardt. Hallo? Hallo, hier ist das Rathaus Schwatzingen. Bitte sagen Sie die 1 für Jonas. Wer ist denn Jonas? Ich kenne nur Herr Reinhardt. 1. Hallo? 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 Sind Sie Herr Reinhardt? Ja. Ich wollte, dass Sie anrufen. Und zwar habe ich mal den Harry gefragt, was es an Prozenten gab. Und der sagt mir nur 20%. Nein, Sie hatten mit mir 30 ausgemacht. Der Harry sagt mir 20%. Und da wollte ich fragen, was jetzt das Richtige ist. Na, ich verhandle mit Ihnen. Ich bin der Vertragspartner. Ah. Der Harry ist bei mir angestellt. Okay, gut. Also, von dem her müsste es eigentlich klar sein. Gut, passt. Ich muss auch weiter telefonieren. Gut. Also, wir hatten 30 ausgemacht. Definitiv. Tschüss. Ciao. Ah, mein Mann. Wollen Sie mich hier alle abzocken, oder wie?
Ich beauftrage den Harry zum Abfahren. Und ich habe den Auftrag von der Stadt. Mensch, Mensch, Mensch. Ich weiß auch nicht, was die sich denken. Ich habe eigentlich gedacht, ich komme hier besser zurecht. Kann hier mehr abfahren, aber irgendwie braucht das alles hier viel länger, wie es sollte. Och nee. Hallo? Hallo? Ja? Ja, und zwar, ich habe noch mal eine Frage. Oben im Wald stehen ja diese Hütchen. Ja. Das sieht so, als ob es fertig wäre. Soll ich die, weil ich jetzt in der Nähe bin, soll ich die Ihnen bringen? Das sind nicht meine. Müssen Sie mit Jürgen klären. Okay. Dann vielen Dank und bitte nochmal einen schönen Tag. Ciao. Weiß gar nicht, weshalb der sich da eigentlich auch einmischt. Naja, Freunde. Aber wenn es euch gefallen hat, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Da lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da oder alles. Nein. Jetzt fahre ich mich, glaube ich, gerade fest. Und schaut gerne morgen wieder rein, 16 Uhr, bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality. Bis dann. Tschüss.